Es gibt in Sachen Griechenland nichts Neues. Es ist einigermaßen überraschend, dass jetzt aus Brüssel neue Vorschläge kommen. Es bleibt dabei. Griechenland hat die Verhandlungen abgebrochen. Es gibt ein Referendum und das zweite Hilfsprogramm läuft nun heute Abend aus. Und damit haben die Griechen, wenn sie nach dem Referendum der Meinung sind, sie brauchen noch einmal die Hilfe Europas, die Möglichkeit, über den ESM Anträge zu stellen. Ich bin einigermaßen überrascht über die irritierenden Aussagen aus Brüssel. Umso mehr bin ich froh, dass die Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles jetzt eine Überprüfung der Umsetzung des Mindestlohns vorgenommen hat mit einigen Korrekturen. Das sind richtige Entscheidungen, das sind richtige Wege, das begrüße ich außerordentlich. Wir haben jetzt noch ein Thema, das allerdings bei den Ländern festgemacht werden muss. Das sind die Höchstarbeitszeiten. Gerade jetzt bei sommerlichem Wetter ist es für die Gastronomie sehr schwierig, dann für eine kurze Saison oder einen Tag Arbeitskräfte zu finden, die dann nur 8 oder 10 Stunden arbeiten dürfen. Ich kann mir durchaus vorstellen, wie die Gäste reagieren, wenn es dann heißt, jetzt gibt es keinen Bierausschank mehr, wenn das Wetter so schön ist, nur weil die Arbeitszeiten jetzt ein bisschen überschritten wären. Da müssen die Länder Ausnahmegenehmigungen machen. Frau Nahles hat mir ausdrücklich zugesichert, dass dies mit den Ländern vereinbart worden sei.